So, willkommen zurück bei Dungeon Siege mit Pauster. Ja, für mich sind jetzt ein paar Minuten vergangen. Ich hoffe, dass sich mein Hals jetzt ein bisschen beruhigt hat. Warte mal, ich tue mal das Mikro ein bisschen näher zu mir. So. Wo sind eigentlich die anderen? Warte mal. So, jetzt. So. Also. Alter Schwede, gibt immer die ganzen Spinnen. Krass. Was geht denn hier schief? Hey? Woher kommen die alle? Ich muss jetzt nur ein bisschen drauf achten, dass ich schön gerade sitze, dass ich ja praktisch den Oberkörper strecke, weil so kriege ich, glaube ich, ein bisschen besser Luft und kann besser am Stück reden, sage ich jetzt mal. Bin auch recht nah gerade am Mikro dran, um ein bisschen leiser sprechen zu können, weil ich glaube, das laute Sprechen ist ein bisschen anstrengend gerade. So, okay, wo zum Teufel? Oh, warte mal, irgendwas habe ich da jetzt eingesammelt. Cool. Warte mal. Was ist der da? So, der kann jetzt diesen Schild endlich tragen. Sehr geil. Den hauen wir weg. So. Und ansonsten. Ah, Handschuhe, die kann er auch haben. So, okay. Dann, was haben wir hier? Die bräuchte eigentlich auch Handschuhe, aber die kann sie noch nicht tragen, weil sie nicht stark genug ist. Das ist nicht so schön. Ah, gucke mal, endlich. Zack. Jetzt kann sie den Ding tragen hier. Fett. Okay, und ich? Habe ich auch irgendwas Tolles? Ah, ja, gucke mal. Geil. Gleich mal tauschen. So, okay, was ist das da? Freak, okay, das ist unnötig. Ansonsten habe ich hier nichts Neues. Das kann ich noch nicht tragen, schade. Und das auch noch nicht. Na gut. Dann würde ich sagen, schauen wir mal weiter. Ich habe nur immer noch keinen blassen Schimmer, wo wir hier sind und wo wir hin müssen, aber ich bin zuversichtlich. Wir werden hier rausfinden. Warte mal, ich habe vergessen, den Timer zu setzen. Ist genau wie bei Wissenschaftlern. Wissenschaftler fanden heraus, als man ihnen den Ausgang zeigte. Haha! Ja, ich weiß, der war flach und ich weiß, der klebt unter der Schuhsohle, so flach war der. Aber ja, ich glaube, meine Witze waren noch nie anders. So. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo wir hin müssen. Ich laufe einfach mal irgendwo hin, in der Hoffnung, dass wir irgendwas Tolles finden oder so. Hä? Was ist das? Okay. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ah ja, Dead Skrikoater Minstrel. Kann ich die wiederbeleben? Warte mal. Mit Resurrect? Das probiere ich jetzt mal. Geht das eigentlich? Nee, oder? Schade. Warum geht das nicht? Weil es wahrscheinlich zu. Nee, warte mal, das kann es gar nicht sein. Das heißt, es geht einfach nicht. Toll. Habe ich sonst irgendeinen Wiederbelebungszauber nicht? Ah, Revive. Könnte ich sogar machen. Warte mal, geht es damit? Nee? Geht auch nicht. Okay, schade. Dann eben nicht. So. Warte mal, was haben wir denn eigentlich? Fire Spray, das macht 7 bis 11 und das macht 21 bis 24. Ja, gut. Dann nehme ich mal das. So, aber warte mal, wir haben Combat, das heißt. Ah, jetzt. Okay, gut. Jetzt bin ich wieder ein bisschen drin. Da geht's nicht weiter. Okay, das ist in Ordnung. Müssen wir nochmal gucken, wo wir im Endeffekt hin können oder hin sollen, vielmehr. Ich weiß es echt nicht. Ach ja. Gott sei Dank habe ich voll den Plan von dem Spiel.
So, da geht schon mal nichts entlang. Das ist ja doof jetzt. Da geht es auch nicht entlang. Ganz ehrlich, dann laufe ich jetzt einfach. Ich versuche den Weg zurückzufinden, weil ich glaube, hier gibt es nicht wirklich viel noch zu sehen. Da waren wir. Warte mal, ist es? Ah, nee, hier müssen. Oder? Ah, nee, hier waren wir schon. Okay, verstehe. Ach du Scheiße, ich habe mich verlaufen. Oh weia. Oh weia. Leute, das kann was werden. Das kann ja was werden. Da war ich auch schon. Da war ich auch schon. Das heißt, ich muss im Endeffekt. Wo muss ich denn hin? Ich check's gerade echt gar nicht mehr. Scheiße. Ach ja. Hier? Hier eventuell? Ja, ich glaube, hier bin ich richtig. Ja, genau. Sehr schön. So. Sehr geil. Na, Gott sei Dank, hey. So, wir müssen bloß immer unsere Gesundheit im Auge behalten, weil es geht so schnell hier. Auf einmal ist einer tot oder so und das wäre nicht so schön. So, da gibt es auch gleich ein Level Up. Sehr gut. Ach ja. Toll. Alter, was ist denn das? Die Viecher werden auch immer größer, hey. Krass. Hacken alle nur auf den ein. Übel. Weiß ich, als ob er der Einzige wäre. Aber, naja. Solange er nicht tot ist, ist alles gut. Ja, sammeln jetzt mal das Zeug ein. So. Puh. Ist echt Wahnsinn hier gerade, was hier abgeht. Mit den ganzen Skeletten und den Spinnenviechern und so. So. Ach ja. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie ist es gerade wieder ein bisschen anstrengend, hier aufzunehmen. Mein Hals macht einfach nicht mit. Das ist so zum Kotzen. Aber ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf. Ich. Oh shit. Okay. Warte mal ganz kurz. Solange hier noch ruhig ist, warte mal ganz kurz. Ich muss kurz was machen. Sekunde. So, bin wieder zurück. Ja, ich musste gerade wieder den Schluck trinken, weil es ist so schlimm gerade mit meinem Hals, ey. Wie gesagt, es ist immer abends zu, wo es halt echt brutal wird. Warum auch immer? Das verstehe ich einfach bis heute noch nicht, warum es am Abend schlimmer wird. Wahrscheinlich, weil der Körper am Abend einfach zur Ruhe kommt und da merkt man es dann, glaube ich, so richtig, dass man eigentlich noch voll im Arsch ist. Naja. Hey, wohin? Ey, yo, wohin lauft's denn ihr bitte? Leute, seid ihr lebensmüde oder was? So. Ach ja. Das wird ja lustig, das ganze Zeug wieder zu verkaufen, das wir hier einsammeln. Aber Gott sei Dank. Gott sei Dank habe ich diesen Inventarmod, weil ganz ehrlich, das Inventar, was standardmäßig im Spiel eigentlich ist, das ist viel zu klein. Das ist erbärmlich klein. Das ist im Endeffekt, ja, ich sag mal so groß wie in Diablo, also in Diablo 3 zum Beispiel, glaube ich. Ich glaube, damit könnte man es vergleichen. Und das ist echt erbärmlich klein. Also das ist lächerlich. Ich frage mich wirklich, was man mit so einem kleinen Inventar machen soll. Weil ich meine, da sammelst du drei Sachen ein und das Inventar ist voll. Also, weiß ich nicht. Ist nicht so schön. Naja. Naja, aber das ganze Zeug, was wir alles einsammeln, ich glaube, das wird uns gut Geld bringen. Oder beziehungsweise Gold. Und ganz ehrlich, Gold ist sowieso irgendwie so ein Problem. Ich meine, am Anfang
kosten die Sachen nichts. Also vergleichsweise, da kosten die einfach noch gar nichts. Aber später dann, da gibt es halt dann auch verzauberte Sachen, die man sich kaufen kann. Und die sind mal richtig teuer. Das ist echt brutal. Angenommen, was weiß ich, angenommen ein Schwert, ein stinknormales kleines Schwert oder so, kostet, was weiß ich, 500 Gold oder so. Dann kostet dasselbe Schwert nur mit Verzauberung einfach mal, was weiß ich, 20.000 Gold oder so. Und das ist schon echt brutal übertrieben, finde ich. Oder was heißt übertrieben? Ich meine, ja, keine Ahnung, die werden das schon richtig gemacht haben, damals hier, als sie das Spiel programmiert haben und entwickelt haben und so. Aber, weiß ich nicht, also teilweise schon echt übertrieben teuer, also, naja, ups. Ich glaube, ich brauche eine neue Maus. Ich sag's euch ganz ehrlich, meine Maus, mit der ich hier spiele und allgemein meine ganzen Let's Plays bisher gemacht habe, die habe ich für 5 Euro in einem Laden gekauft, der ja nicht mal expliziten Elektro, also halt nicht mal expliziten PC-Shop oder sowas ist. Und ja, jetzt fängt das Mausrad langsam an zu spinnen. Aber naja, egal. Ich meine, für 5 Euro, da darf man sich nicht beschweren. Da darf man sich wirklich nicht beschweren. Ich meine, so funktioniert sie echt ganz gut. Sie läuft sauber und reagiert schnell, nur das Mausrad spackt ein bisschen ab. Das ist irgendwie, ja, ein bisschen uncool. Aber naja. Okay. Sind wir jetzt hier mal am Ende angekommen oder so? Ich meine, wir haben noch die andere Seite. Das ist, ja. Das wird lustig. Oh Mann. Ja, die andere Seite, komm, die müssen wir schon auch noch machen. Weil ich glaube, es wäre schlecht, wenn wir Erfahrung auf der Strecke lassen würden. Weil das Spiel wird nochmal richtig schwer. Ich weiß, ich spiele auf Easy, aber das Spiel wird tatsächlich nochmal richtig schwer. Später gibt es dann Orte, wo irgendwelche komischen Viecher sind, die, was weiß ich, ja, ganz komisch, irgendwie viel Schaden machen und sowas. Also, ja, Entschuldigung. So müsste ich spielen, die ganze Zeit. Eigentlich. Dann hier so laufen, so, und man sieht einfach gar nichts. Ah, toll. So. Okay. Also gut. Jetzt haben wir eine Seite schon mal fertig. Fast. Fast zumindest eine Seite. Wie viel Gold haben wir eigentlich? Wir haben so viel Gold, dass es uns nicht angezeigt wird. Ach, schön. Naja, egal. Ach, guck mal. Ein stärkeres Viech. Das ist aber schön. Und weg ist er. Sehr geil. Falls ihr das gesehen habt, das ging gerade ein bisschen schnell. Ups. Entschuldigung. Falls ihr das gerade gesehen habt, wir haben etwas aufgesammelt, was braun war. Also eine braune Schrift hatte. Und das zeige ich euch gleich mal, was das eigentlich ist. Da müsste ich mal schnell gucken, wer das eigentlich eingesammelt hat. Es kann nur sein, dass ich das jetzt auf die Schnelle gar nicht finde. Ah, hier. Wenn die Schrift braun ist, dann ist immer eine Subtraktion dabei. Das heißt, hier zum Beispiel in dem Fall adds 10 to armor, also mit 10 mehr Panzerung. Dann, Entschuldigung, 15 mehr Rüstung, aber dafür 12 weniger Mana. Und ganz ehrlich, ich halte gar nichts davon, von Sachen, die etwas abziehen. Ach Mann, Entschuldigung Leute, es tut mir so leid.
Nein, aber ich halte da persönlich gar nichts davon, von Sachen, die irgendwelche Werte vermindern oder so, weil jeder einzelne Punkt, den man haben kann, ja, der ist es definitiv wert. Das ist echt übel. Was es ausmacht, wenn man, was weiß ich, zum Beispiel 10 weniger Rüstung hat oder sowas, man merkt es einfach, man merkt es echt brutal. So. Das heißt, machen wir die andere Seite noch, weil hier ist ein riesiges Tor und da wird es weitergehen, aber ich möchte jetzt mal noch nicht hier weiter. Ich nehme jetzt mal die andere Seite auch noch mit. So. Jetzt wieder Bomben-Action, so cool. So, der andere hier, der Main-Charakter, der zaubert einfach irgendwelche Bomben. Voll cool. Ach ja. Magie ist schon echt was Cooles. Also, ich meine, klar, so wie hier jetzt ist maßlos übertrieben, aber ich würde schon echt gerne zaubern können. Ich weiß gar nicht, was ich alles anstellen würde. Wahrscheinlich würde ich, tja, keine Ahnung. Wahrscheinlich würde ich mir einen zweiten PC oder sowas herzaubern. Einen zweiten PC? Dass ich sagen kann, ich habe zwei PCs. Nein, aber keine Ahnung. Was würdet ihr euch denn herzaubern, wenn ihr die Möglichkeit hättet, irgendwas herzuzaubern oder keine Ahnung? Oder halt allgemein Zauber zu wirken. Was würdet ihr damit tun mit dieser Gabel? Würde mich mal interessieren. Ihr dürft es gerne in die Kommentare schreiben. Falls ihr das möchtet. Würde mich, wie gesagt, wirklich mal interessieren. So. Jetzt habe ich nur, warte mal, jetzt habe ich nur das Problem, dass der Held hier, dass der gerade keine Mana-Energie hat, das ist nicht so schön. Das ist halt der Nachteil beim Zauberer, der braucht halt irgendwann wirklich sehr viel Mana. Und ja, je stärker die Zauber werden, desto schneller geht's Mana halt leer. Deswegen braucht man immer ziemlich viele Tränke. Weil, ja. So. Okay, ich glaube, jetzt sind wir hier auf der einen Seite, auf der anderen Seite vielmehr fast durch. Und dann müssen wir noch durch die Mitte. Ab durch die Mitte. Oder ab durch die Hecke. Das kannst du dir jetzt raussuchen. Jetzt. Ab durch die Hecke, ja. Ich habe diesen Film erst letztens zum ersten Mal gesehen. Ja, ich weiß. Wahrscheinlich soll ich mich jetzt in Grund und Boden schämen oder so. Aber ja, ich sag's euch ganz ehrlich, ich bin nicht so der Filmgucker. Also wenn ich einen Film anschaue, dann muss er echt verdammt gut sein. Ich sag jetzt mal, wenn mich ein Film in den ersten 10 Minuten nicht schon voll packt, dann hat der Film schon verloren. Das ist halt bei mir irgendwie so, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist. Aber für mich ist Film gucken, ja, wie soll ich sagen? Also ich gucke gerne einen Film, wenn er echt, wie gesagt, innerhalb der ersten 10 Minuten voll Hammer ist und so. Ist oftmals echt schwierig, weil in den ersten 10 Minuten halt oftmals gar nichts passiert oder nichts Besonderes. Aber ja. Also, mei, das ist für mich ein bisschen schwierig zu erklären. Ich sag mal so, wenn der Film innerhalb der ersten 10 Minuten oder so schon mein Interesse weckt, so kann man es glaube ich sagen, dann ja, dann gucke ich den Film schon an. Egal, was für eine Art von Film, ob Komödie oder was weiß ich, Psycho, Thriller oder irgend so ein Scheiß. Wobei ich ehrlich sein muss, bei Horrorfilmen und so ein Scheiß, da muss ich immer schon so ein bisschen lachen.
Ich weiß, das klingt jetzt hier voll großkotzig und so, aber es ist halt wirklich so, weil ich mir denke, wie maßlos übertrieben manche Filme sind. Ja, weiß ich nicht. Dann wiederum muss man halt im Kopf behalten, es ist ein Film. Alles, was da drin passiert, ist halt nicht echt oder zumindest, ja, zumindest die meisten Filme sind nicht echt. Manche basieren sogar auf wahren Begebenheiten. Aber es ist wieder was anderes. Nein, aber weiß ich auch nicht. Bei solchen Filmen, da muss ich schon grinsen. Also grinsen auf jeden Fall. Lachen nicht immer, aber grinsen ist drin. Ja, so ist es. Es liegt halt einfach daran, dass ich voll der heftige Typ bin. So voll krass, yo. So, was ist hier so los? Was geht hier ab? Was wird hier gespielt? Alles ist geil. Wir halten es viel besser durch. Voll geil. Was war das denn? Was war das für ein Geräusch? Irgendwie, weiß auch nicht, irgendwie gibt es hier komische Geräusche. Was ist das hier? Oh! Ach du Scheiße. Sind wir jetzt gefangen hier drin? Hä? Kann man. Ah, okay, verstehe. Ha. Da haben wir ja nochmal Glück gehabt. So. Links, rechts, Mitte, scheißegal. Ich laufe mal rechts rum. So. Ich glaube, dass wir jetzt dann fast alles haben hier. Hat ja auch lang genug gedauert, hey. Was auch immer das hier sein soll. Echt übel, hey. Ja, wir sind durch. Okay, gut, passt. Jetzt da hier dieses Stückchen noch. Was ist das da hier? Oh, wow. Cool. Sehr geil. Und aus allen Ecken kommen Spinnen. Ach ja, geil. Jetzt wäre ich fast verreckt. Krass. Alter Schwede, wie es hier aussieht, hä? Widerlich. Lassen die Spinnen eigentlich auch was fallen? Nee, oder? Nee, sieht nicht so aus. Alter, wie viele kommen da noch? Ist ja Wahnsinn hier. Krass. Die kommen echt aus allen Ecken hier. So. Ich glaube, jetzt können wir die ganzen Sachen hier mal einsammeln. Und den Schulrektor hier gleich mal killen. Falls Schüler dabei sind, die hier zugucken, bitte nicht in echt nachmachen. Also bitte nicht in echt den Rektor killen. Das wäre ein bisschen uncool. Könnte mit einem Verweis enden. So. Hier noch. Da hinten sind noch Kokons. Und dann sind wir, glaube ich, durch. Sehr schön. Cool. Ja, schaut gut aus. Sieht sehr gut aus. Okay, perfekt. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal weiter, wenn wir hier schon durch sind, weil ja. So. Oh. Ach du Scheiße. Ui ja. Was sind das für ein Viech? Ja, widerlich. Boah. I. Alter, ist die groß. Giant Spider. Cool. Krass. Ja, also so eine Spinne, wenn du mal in deinem Garten hast. Oh.
Oh, wow. Ernsthaft? Das ist sehr, sehr uncool. Das ist äußerst uncool. Ja. Habe ich eine... Das ist echt uncool gerade. Scheiße. Ich habe ein Problem. Ich habe echt ein Problem gerade. Ich habe echt ein Mega-Problem gerade. Ja. Leute, ich glaube, das war's. Warum in aller Welt? Small Mana, Health. Warum in aller Welt? Was zum Teufel ist passiert? Ja. Leute. Warte mal, wie weit bin ich denn eigentlich hier gerade schon? Warte mal. 23 Minuten. Okay, ja. Das ist jetzt irgendwie Kacke. Das ist irgendwie gerade richtig, richtig Kacke. Ich habe echt ein Problem gerade. Ich habe keine einzige Resurrection Scroll. Das ist ja scheiße hier. Was mache ich jetzt? Das ist gerade echt, echt richtig Kacke. Ja. Lass mich mal ganz, ganz kurz was nachgucken, bitte. Ja, keine Ahnung. Ach du Scheiße, Alter. Leute, ernsthaft. Ernsthaft. Ich habe hier gerade ein Mega-Problem. Alter Schwede, ich bin gerade voll im Arsch. Ernsthaft. Ich habe keinen Wiederbelebungszauber. Ich habe keine Wiederbelebungsrolle. Nee, ich... Ach du Scheiße. Ja, ich... Lass mich mal kurz überlegen. Lass mich mal kurz überlegen. Ja, es hilft alles nichts. Es hilft einfach alles nichts. Lass mich mal kurz, warte mal. Tja, Scheißendreck. Es hilft im Endeffekt alles nichts. Ich muss. Ich sammel mal. Boah, hey, Scheiße. Boah, Kacke. Wow, Arschlochspinne. So. Ja, gut, ich habe keine Ahnung. Ich muss den hier flacken lassen. Ich hab keine andere Wahl. Irgendwie muss ich ihn wiederbeleben. Das, ja. Kacke. Ja, habe ich jetzt so auch noch nicht gehabt. Scheiße. Ja, habe ich so ehrlich gesagt auch noch nicht gehabt. Komme ich da eigentlich wieder runter? Ich glaube schon. Ja, ich muss jetzt mal schauen, dass ich... boah, wie mache ich das jetzt? Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich...
eine Wiederbelebungsrolle bekommen und unseren Helden somit dann wiederbeleben kann, weil sonst sind wir... Oh wow, ernsthaft? Wirklich? Wirklich? Ist es dein fucking Ernst gerade? Alter! Ja. So, danke. Danke für nichts. Puh. Jetzt hoffe ich bloß... Oh Gott. Jetzt hoffe ich bloß, dass ich, schnellstmöglich ein Dorf oder irgendwas finde, wo ich so eine scheiß Dingrolle kaufen kann, weil das, das geht ja so gar nicht. Das geht ja so gar nicht. Ohne unseren Hauptcharakter hier, das, nee, das ist nicht so gut. Wow, ich bin ein bisschen durcheinander gerade, weil das hatte ich so ehrlich gesagt auch noch nicht. Vor allem, ich hab mich geheilt, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ja. Ja, keine Ahnung, was das jetzt war. Aber das kriegen wir auf jeden Fall wieder hin. Ich mache diese Aufnahme auch ein bisschen länger, das ist mir jetzt egal. Weil ich möchte nicht ohne unseren Haupthelden praktisch wieder... ja. Das muss ja nicht sein. So, kann ich jetzt hier... Ah, sehr schön. So, sehr schön. Okay, gut. Warte mal, hier... Normalerweise müsste ich jetzt hier eigentlich, was willst denn du überhaupt? Mensch. Fire Shot, okay. Normalerweise müsste... Ah ja, genau, hier müsste so ein Ding sein, so ein... Verkäufer. Entschuldigung. Ein Verkäufer, jetzt, der uns so eine Wiederbelebungsrolle verkaufen kann. Ah, Resurrect Scroll. Ah, Gott sei Dank. Okay. Gott sei Dank sind wir noch nicht so weit weg. Kann ich die eigentlich einfach so verwenden? Wo ist die? Hier. Mana-Kosten. Okay, 30. Ja, das kann man machen. Alter Schwede. Hey, das ist ja krass. Hatte ich so ehrlich gesagt auch noch nicht. Aber... Ja. Es gibt überall immer, oder es gibt immer ein erstes Mal. In dem Fall war es jetzt hier mein erstes Mal, dass ich im Spiel verreckt bin. Also zumindest mit einem Helden. Das, ja, deswegen bin ich so ein bisschen gerade neben der Spur. Aber, ja. Oh, guck mal, was ich... Ach, wow, das ist ja cool. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja. Krass. Krass, krass, krass. Ist das, ist mir das jetzt auch mal passiert. So. Grants the power to raise the dead. Mana cost depend on the power of the target. Can only be used once. Ah, ja. Und wie mache ich das jetzt? Hä? Warte mal. Wer ist es? Der ist es. Okay. Resurrect Scroll. Muss ich das dann praktisch so machen? Und dann hier so, oder? Oh, na Gott sei Dank. Alter Schwede, hey. Das hätte mich, ja, das hätte mich echt sauber geärgert. So. Das da kriegst du. Dann kriegst du das da. Nee, warte mal. Das... Kann er das? Ah, ne, kann er nicht. Okay, alles klar. Das da kriegt er... Ah, das kann er sogar tragen. Das ist ja geil. Okay. Dann, warte mal. Was kriegt er noch? Dann kriegt er seinen Zauberstab. Dann bekommt er sein Buch. Welches der jetzt nicht hier drin hat. Das ist aber nicht so schön. Ist es hier zufällig? Warte mal, die kriegt er auch wieder. So. Irgendwie sehe ich das Buch gerade nicht. Warte mal, das müssen wir anders machen. Weil... Ah, jetzt, verstehe. Okay. So. Also, zack, zack, zack. Das braucht er nicht im Endeffekt. Und
Zack. Okay, gut, perfekt. Was haben wir hier noch? Ich glaube, das ist alles, alles im Endeffekt so ein bisschen für den Arsch, außer das da, wobei ich sie das eh nicht tragen kann. Genau. Okay, ich glaube, das schaut gut aus. Okay, passt. Jetzt sind wir Gott sei Dank wieder vollständig. Alter Schwede, das war jetzt gerade echt ein Schock für mich, muss ich ehrlich zugeben. Warum gehst denn du nicht in den Auf in den hier Dingens? Dankeschön. Vor allem, was ist das eigentlich für eine Mechanik? Wer hat das gebaut? So. Ja. Gott sei Dank sind wir wieder vollständig. Das war, muss ich zugeben, echt ein Schock für mich. Wie gesagt, das hatte ich so das erste Mal jetzt. Krass. Hier Dancing Sap, das machen wir gleich mal so. Jetzt, perfekt. Perfekto. Cool. Also, krass. Das ist echt krass. Ja, ist, Entschuldigung, ist eine krasse Erfahrung, mal hier so einen Helden tatsächlich sterben zu sehen. Vor allem den Main-Charakter, das ist halt das Harte. Naja, passiert hoffentlich nicht nochmal. Ja. Krass. Irgendjemand wirft Steine auf uns und das ist uncool. So. Ja. Chill mal. Was ist hier los? Hallo? So, jetzt so. Ah. Cool, gibt's auch gleich eine Belohnung und nichts drin. Ah, ist ja schön. Geil. Hat sich ja richtig gelohnt. So. Also gut. Die Aufnahme ist jetzt ein bisschen, ups, ein bisschen länger geworden, weil dieser Vorfall hat mich jetzt so ein bisschen aus dem Konzept gebracht und ich wollte die Aufnahme so nicht beenden mit einem Charakter weniger. Entschuldigung. Deswegen, ja. Ich würde sagen, warte mal, ich renne mal schnell hinter zu diesem, was zum Teufel, zu diesem Wagen, zu dieser Kutsche oder was das für ein Ding war, und würde da dann einen Aufnahmestopp machen, weil mein Hals wird immer nur schlimmer. Das merkt ihr ja wahrscheinlich und ja, das möchte ich euch nicht antun. So, warte mal, die Hunde, die nehmen wir noch schnell mit. Sollte man vielleicht zum Tierarzt bringen oder so. Wobei, na, ich glaube, die werden beim Tierarzt auch nicht mehr weiterkommen. So. Genau, hier ist alles fertig. Sehr schön. Dann, ja. Sehr schön. Dann machen wir hier einen Stopp. Und ich werde ein bisschen Zeug verkaufen, mal das, die Inventare durchgucken. Der gut, der hat jetzt eh nicht so viel. Aber das da hier werde ich auf jeden Fall. Oh, guck mal, das werde ich auf jeden Fall mal durchgucken. Und. Warte mal, Dancing Step 7 bis 10, 15 bis 17, sehr schön. Wie gesagt, werde ich mal durchgucken, bisschen. Eventuell in der Zwischenzeit ein bisschen was verkaufen und ja. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm, dass wie, dass ich wieder ein bisschen husten musste. Es tut mir echt leid. Ich glaube oder ich hoffe einfach, dass ich in der nächsten Aufnahme dann wieder komplett fit bin. Und ja, in dem Sinne nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao mit Pow!